Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omzi. Ja, wie man schwer erkennen kann, wir fahren wieder mal mit einem Mercedes U305. Heute allerdings im guten alten Spandau und wir werden heute die Linie 92E bedienen. Beginnend am Reimerweg in Fahrtrichtung Rathaus. Gut, wir haben noch ungefähr knapp 40 Minuten Zeit, also mehr als genug, um auszurücken und den Bus aufzurüsten. Ich habe schon mal richtig geschildert, weil das dauert mit diesem, na, mit dem Rollbandgerät doch sehr lange. Denn wir sind jetzt bei Position Nummer 66. Und das dauert sonst schon ein bisschen zu lang, wenn ich das jetzt in der Aufnahme gemacht hätte. Gut, na dann stecken wir mal den Schlüssel rein, drücken den Batteriedrehschalter. Und schmeißen die Kiste mal an. So, da wir weder Ansagen haben, noch das IBIS die Anzeige oben steuert, können wir es ja gleich einrichten. Das IBIS steuert rein den Entwerter, der im Bus verbaut ist, damit der immer richtig steht. So, das ist heißt, wir fahren die Linie 92E. Falsch. 09210. Und wir fahren Route 10. Genau, Fahrtrichtung Rathaus Spandau. Da es draußen doch ein bisschen wärmer ist, werden wir den Bus mal ein bisschen sommerlich errichten. Und sprich, alle Fensterchen öffnen. Sonst meckern die Leute wieder, dass ihnen zu kalt, zu warm ist. So sieht er aus, die Berliner Version des Busses. Hinten natürlich mit den automatischen Türen, da sieht man die Vorrichtung für die na, für die Lichtschranke. Also die Reflektoren sieht man da. Ja, so viel dazu. Jetzt warten wir, bis wir genug Luft haben. Okay, haben wir scheinbar schon. Die Taste hat übrigens der 405er von Julian auch. Eine Taste, um die Beleuchtung zu testen. Machen wir die Tür wieder zu. Na gut, dann würde ich mal vorschlagen, wir fahren mal ziemlich gemütlich in Richtung Reimer Weg. Gesagt, wir haben mehr als genug Zeit. Schauen wir mal, was heute mal unfallfrei schaffen zur Abwechslung.
da ich nicht die ganze Zeit mit dem Fuß auf der Bremse stehen möchte. Machen wir es lieber auf die Art. Pistolbremse rein und geht schon. Ja, ich muss sagen, ich bin schon gespannt auf das neue oder auf das nächste Add-on eigentlich. Das Hamburg Add-on, was glaube ich auch im Juli jetzt kommen soll, oder? Doch erst im August, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Werden wir mit ziemlicher Sicherheit auch zulegen. Ja, bin ich schon gespannt, wie das wird. Na gut, auf Richtung Reimerweg. Das ist übrigens die Version von 1985, die scheinbar mit Methanol gefahren ist damals. Deswegen hört er sich vom Motorensound noch etwas anders an. Na, der Golf will mich überholen. Fahrt ein bisschen schnell, der Gute. Ich fahre genau 50. Ein netter Zeitgenosse, der einfach rausfährt. So, na gut, dann sind wir jetzt da und jetzt können wir schon mal das Rollband einstellen, würde ich vorschlagen. Wir fahren die Linie 92. Das heißt, wir stellen da mal auf 9. Ich bin ja froh, dass ich keine Fahrgäste mitgehabt habe, weil da hätte es jetzt ein Gemecker geben. Das nicht mehr lustig ist. So, jetzt müssen wir nachschauen, welche Nummer das Ziel hat. So, wir fahren 92, Rathaus 53. Gut, dass wir bei 66 sind.
Und seht, wenn ich jetzt von 0 bis 66 raufgegangen wäre, und das in der Aufnahme, das hätte lang gedauert. So, theoretisch sollte das jetzt passen. U-Bahnhof Rathaus Spandau. Sehr gut. Ja, Omsi, du darfst die Texturen laden. Wenn es nicht zu viel verlangt ist. So, wie lange haben wir jetzt noch Zeit? 26 Minuten. Das ist aber viel zu lang. Abfahrt am Reimerweg um 9.30 Uhr. Gut, dann stellen wir mal die Vorlaufzeit, ja. Mhm. Die Zeit vor. 9.29 Uhr. Wer bist du? 94, okay. Aber so wie es ausschaut, will keiner mit uns mitfahren. Dann stellen wir uns hinter den Kollegen. Nächster Halt, Pillnitzer Weg. Wenn wir dann irgendwann mal fahren dürfen. Unterwegs und deswegen brauche ich ein Ticket, das für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt. Hinsetzen. Ihr wollt nicht mitfahren? Nö, scheinbar nicht. Nächster Halt, Heerstraße 438 bis 446. Nicht. Nächster Halt, Magistratsweg. Sei jetzt nicht, der 94er nimmt uns alle Fahrgäste weg. Wäre natürlich etwas blöd. Aber da stehen schon wieder welche. Ich hoffe, die fahren mit mir mit. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Freilich.
Nächster Halt, Heerstraße, Sandstraße. Bezweifle, dass wir da beim ersten Mal drüber kommen. Okay, doch nicht. Hallo. Grüß euch. Hallo. Ich hätte gern eine Tageskarte. Nächster Halt, Blasewitzer Ring. Erster Kollege. Wie heißt die? Nächster Halt, Seeburger Weg. Nächster Halt, Seeburger Straße. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte gerne eine Tageskarte.
Nächster Halt, Pebesiner Weg. Hallo. Nächster Halt, Segtstraße. Ich muss sagen, mit dem Bus macht doch diese alte Strecke noch weit nach wie vor noch Spaß. So. Mit diesem Bus macht auch diese alte Strecke nach wie vor noch Spaß. Das Hallo. Wollte ich sagen. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Chlor. Ups. Das war ja 3 zu viel, das waren jetzt. Und der Bus passt meiner Meinung nach auch auf die Map. Er ist ja damals auch da gefahren. Nächster Halt, Klosterstraße. Nächster Halt, Ruhrlebener Straße. Einmal Kurzstrecke. Ihr wisst ja, dass ich nur mal eine Station fahre, gell? Ich glaube, Sie haben mir zu viel gegeben. Ups. Danke. Nächster Halt, U-Bahnhof Rathaus Spandau, Endstation. Bitte alle aussteigen. Für eine Weiterfahrt in Richtung Freudstraße benutzen Sie bitte einen Bus der Linie 92. Vielen Dank.
Es war noch Taxi-Grün, gell? Viel zu früh unterwegs. Ja, Freunde, das war's für heute. Wie gesagt, ich wollte euch nur kurz die Linie 92E zeigen, beziehungsweise den Bus auf der Linie. Und ja, ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, bis dahin. Tschüss.